Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier in Sasor ein wenig umgehört, was das mit den Pressern auf sich hat. Und mit Müller Simon haben wir gesprochen, für den sollen wir ja Brokatstoff klauen. Ich bin jetzt aber nochmal hier zum Sasor Gerber hin. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ja, ich dir auch. Ich habe mich bereits um sie gekümmert. Ich habe mich um die Raubeine gekümmert. Heute wirst du einen ruhigen Abend haben. Gott segne dich. Und hier hast du was für deine Mühen. Im Gegensatz zu dem jämmerlichen Vogt. Wenn dich wieder etwas bedrückt, sag Bescheid. Lebe wohl. Oh, nein, 300 Groschen. Sehr schön. So, damit haben wir das geklärt. Können wir ihm vielleicht noch... Nee, dann können wir noch irgendwelche Fragen stellen. Die Tür ist auch zu, ne? Naja, es ist schwierig. Okay. So, dann können wir ja noch mal zum Kloster selber hin. Ich mache das mal hier auf die Art. Brauchen wir da nicht so lange hinreisen. Denn da haben wir ja auch noch eine Queste. Und zwar, dass wir uns wahrscheinlich wieder um irgendwelche Banditen kümmern sollen. Wärtchen. Ja. Denn wir wollen ja uns überall gut stehen. Oder versuchen zumindest. Jetzt müssen wir hier oben lang. Denn ich denke, es ist hier drin. Genau. Schreiber. Wächter. Hallo? Ah. Sebastian vom Berg. Mit dem sollen wir reden. Genau. Schön, dich zu sehen. Hauptmann Robert. Hauptmann Robert schickt mich. Und was könnte der Hauptmann mich wissen lassen wollen? Ich bin kein Bote. Ich habe nichts zu berichten. Der Hauptmann meint, ich könnte helfen. Ah, du bist das. Der Held von Tallenberg. Ja, ja, genau der bin ich. So sei es. Wenn du Erfolg hast, wirst du belohnt. Wenn nicht, werde ich keine Träne vergießen. Wir wissen von einem ihrer Lager. Es befindet sich auf einem Hügel bei Skalitz, nahe den Minen. Ich sehe mir das an. Lebe wohl. Okay. Kann ich da mal reingucken? Töte den Anführer des Lagers, ja. Ich stelle noch einen anderen aus. Da will ich nicht raus. Stehlen. Nee, will ich alles gar nicht. Okay, dann muss man. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, jetzt ist er wieder freundlich, ne? Jetzt, wo ich meine Hilfe angeboten habe, ist er wieder stinkend freundlich. Okay, wie weit ist das denn? Ich gucke einfach nur mal kurz. Ach, da oben. Ja, alles klar. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir hier den Stoff klauen. Das werde ich natürlich wieder abends machen. Ja! Ich habe keine Ahnung, wo ich da suchen soll. Über das Tor hier vielleicht draußen. Ja! Wir haben uns einfach wieder dunkel einziehen müssen. Vielleicht bin ich hier richtig. Ich glaube nicht. Ja. Hier muss ich lang, genau. Schön an der Schenke vorbei.
Ja, die Quest dauert auch wieder ein bisschen länger. Aber ich hatte ja gesagt, ich werde jetzt ein bisschen Hauptquest spielen, also da mal vorankommen. Das mit Scarlett, das machen wir mal in der eigenen Folge. Oh, ich krieg bestimmt gleich Mecker, weil ich keine Fackel an habe. Das werde ich erstmal schnell machen. Ja, hier will ich abbrechen wollen. So, wir wollen ja hier, ne? Kein Mecker kriegen. Oh, dann können wir noch mal ein bisschen warten. Um noch ein paar Schlösser zu knacken, um noch ein bisschen Heimlichkeit zu trainieren. Und um hoffentlich Stoff zu bekommen. Den guten Stoff. Oh. Pferd parken. So überhaupt nicht auffällig, wenn ich den ganzen Tag hier rumstehe, ne? Mal die Fackel ausmachen. Habe ich da noch irgendwas Dunkles, was ich entziehen kann? Dann ziehen wir das mal aus. Braune Beinlinge. So. Muss ja hier nicht gleich auffallen. Vielleicht steht jetzt hier noch die Wache um die Ecke. Hühner hier drin, ne? Geil. So, was haben wir hier? Cool, ja. Okay, schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Das ist keine Kiste. Machen wir hier mal zu. Ist die Hühner hier noch irgendwie? Dann gucken wir mal, ob wir hier das Schloss aufkriegen. Gott, ist das dunkel hier drin. Die Vorratskammer. Ich muss mal ganz kurz Licht anmachen. Ja, hier haben wir die Vorratskammer gefunden. Okay, Fackel aus. Ich mache hier auch mal die Tür zu. Auf die Gefahr hin, dass ich da nicht rechtzeitig fliehen kann. Gut aus. Okay, mal kurz die Fackel anmachen. Tür zu. Hier sind alle Fenster zu. Gut. Dann schauen wir doch mal. Schloss ist zu kompliziert. Okay, das haben wir.
sind nur Klamotten drin. Das wollen wir nicht. Ja, schwer, ja. Ja, klappt doch bis jetzt ganz gut. Hier sind auch nur Klamotten drin. Verdammt. Ja, klappt ganz gut. Och, sag mal. Ah, hier sind die Groschen drin. 10.000, sagte ich ja. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Schneider-Set. Auch nicht. Dann haben wir jetzt noch das hier. Schneider-Set. Oh, aber kein Stoff. Das ist ja ärgerlich. Wo liegt der denn? Lass mal hier die Fackel wieder ausmachen. Okay, verdammt. Muss ich doch nach oben? Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Bereich. Oh, blöde Hühner. Da pennt einer. Aber ist jetzt hier auch keine Kiste. Das ist ja dämlich. Hier noch mal rein, ob ich hier eine Kiste übersehen habe. Nee. Verdammt. Wo haben die ihre Stoffe liegen? Mal kurz hier nochmal reingucken. Also hier hätte ich echt gedacht, dass die hier liegen, aber hier sind keine Stoffe. Spitzhut, hier sind nur Klamotten drin. Dingenstoff. Da noch mal kurz rein. Schmierschürze. Nee, alles Mögliche, aber kein Stoff. Zack. Raus. Dann gehen wir hier raus und müssen uns hier draußen mal umgucken. Ob die hier noch irgendwas haben. Dann mache ich die Fackel an. Irgendwelche. Gut, kann nur sein, dass das oben ist.
Das wäre jetzt auch die einzige Möglichkeit. Schlussknacken schwer. Dann machen wir hier mal. Na, war was denn da? Ja, neue Stufe in Schlösser knacken. Okay. Leicht. Leicht. Versuch's einfach mal. Okay, die Pin. Auch nicht. Sag mal. Hier vielleicht. Benutzen. Super. Sieht man aber auch absolut nichts. Nee, hier scheint auch nichts zu sein. Ich wusste, dass das so kompliziert ist. Fest. Wo komme ich hier hin? Ich muss ganz kurz eine Fackel anmachen. Noch eine. Versuchen wir es hier nochmal. Einen wir uns mal, zack. Keiner gesehen. Leder. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Brokatstoff ist. Also ich habe jetzt alle Kisten hier aufgemacht. So, machen wir mal Fackel an. Das ist ja komisch. Gott sei mit dir, Heinrich. So. Sieg gegen Hau drauf. Ist das Geld des Gerbers? Achso, ja, genau. Stimmt, haben wir ja die noch. Die Groschen vom alten Ledermann. Hoffentlich hatte sein Geldbeutel mehr Inhalt als seine Eier. Ihm die Hälfte geben, ihm ein Viertel geben, na, ein paar Groschen geben. Hier ist dein Anteil. Was? Das ist alles? All die Mühe für das? Ich habe auch mehr erwartet, aber das mache ich sicher nicht nochmal. Der Gauner hat mich genug Zeit gekostet. Sehe ich auch so. Wir können eigentlich gleich zurückgehen, damit es sich der alte Geier das nächste Mal zweimal überlegt. Guter Kampf.
Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du warst ziemlich gut, das muss ich dir lassen. Die wenigsten kommen an mir vorbei. Also spitz die Ohren, ich will dir was stecken. Ach ja? Es gibt hier Leute, die nach harten Kerlen suchen. Und ich würde sagen, du eignest dich. Wenn du heute Abend in der Kirche Licht siehst, geh rein und warte ein Weilchen. Wenn du ihnen gefällst, haben sie vielleicht Arbeit für dich. Danke, ich überlege es mir. Okay. Gott sei mit dir. Das hat auch schon mal gut geklappt. Trotzdem lieber auch diesen blöden Stoff haben. Verdammte Axt. Wo kommen wir hier hin? Da ist noch eine Truhe. Dann machen wir hier mal kurz zu. Da wird wahrscheinlich auch nichts drin sein, aber... Skillen kann ich schaden. So, stehlen. Hirschleder, Hundeleder, Kuhleder. Pff. Ah, kein Stoff. Ist ja komisch. Einmal um das Ganze rumgehen hier. Hup. Na, da kommen wir nicht rüber. Toll. Ich habe aber echt keine Idee, wo die noch was lagern könnten. So, gucken wir bei Tageslicht noch mal rein. Brennt in der Kirche Licht? Willkommen, Heinrich. Ja. Dann gehen wir mal in der Kirche, weil so spät ist es ja noch nicht. Halt, hier war irgendwo der Eingang. Jetzt dürfen wir hier drin sein. Sündenfreikauf. Alter, 2450 Taler. Nö. So viel ist mir das nicht wert. Aber man kann ja mal beten. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Amen. Hm, was? Oh, da sind sie ja. Ich hörte, du würdest nach uns suchen, ja? Was willst du? Spuck's aus. Na. Sollt Männer anheuern, die bereit sind, sich die Hände schmutzig zu machen. Ist das so? Und wo hast du das gehört? Im Wirtshaus und so. Die Leute reden. Eine nette Geschichte. Aber niemand hat dir im Wirtshaus gesagt, hier zu warten, oder? Nein. Also, von wem weißt du es? Wie er heißt. Aber er war einer von euch. Von Haut drauf. Er arbeitet für den Vogt und veranstaltet die Kämpfe beim Steinbruch. Verstehe. Ich hoffe, du hast ihn verbläut. Natürlich. Der Bastard nahm mich beim Würfeln aus. Wenn du willst, mische ich ihn auf, damit du siehst, dass es mir ernst ist. Schluss mit dem Geschwätz. Bevor du uns das Blaue vom Himmel versprichst, habe ich eine Prüfung für dich. Okay. Eine Prüfung? Nichts Schwieriges. Früher haben wir jeden aufgenommen, der aussah, als könne er gerade ausschauen. Aber jetzt nehmen wir dich nur, wenn du tust, was wir dir sagen. Und das wäre? Etwas stehlen? Nein, nichts stehlen. Wenn du zu uns gehören willst, musst du Pius töten. Warum soll ich so? Wer ist Pius? Und weshalb sollte ich ihn töten? Das geht dich zwar nichts an, aber ich erzähle es dir, da es eine lehrreiche Geschichte ist. Pius war einer von uns, aber er hat's vermasselt. Wie? Hat er was geklaut? Ja, unter anderem. Hat Geld gestohlen und ist weggelaufen. Und ein paar Jungs sind deshalb krepiert. Er war nicht loyal. Sobald er tot ist, kannst du dich uns anschließen. Ja, zuerst muss ich ihn ja wohl mal finden. Dazu muss ich ihn erst finden. Nein, das musst du nicht. Wir wissen, wo er steckt. Warum habt ihr ihn da nicht selbst getötet? Das ist es, ja. Er versteckt sich im Kloster.
Bei den Stallburschen? Dorthin zu gelangen ist nicht schwer. Nein, nicht dort. Sonst wäre er schon längst tot. Er ist im Kreuzgang, oder wie das heißt. Aber dort dürfen nur Mönche rein. Nur Mönche und Pius. Dieser gebildete Bastard. Scheinbar war er früher Pfarrer, aber das war wohl nicht das Seine. Mhm. Und wie komme ich in den Kreuz? Jemand hat im Kloster. Jemand im Kloster war so. Gibt keine andere Frage. Wie sieht Pius aus? Wie erkenne ich diesen Pius? Er ist noch nicht lange dort. Abgesehen von dir wird er der einzige Neue sein. Und was, wenn es andere gibt? Wie sieht er denn aus? Normal. War immer gut gekleidet und trug stets einen äußerst schönen Dolch bei sich. Nur wird er nun eine Kutte tragen und den Dolch nicht mehr haben. Dann wirst du wohl rausfinden müssen, welcher der Novizen der richtige ist. Bring ihn dazu, seine Identität preiszugeben. Füll ihn ab und schick ihn danach in die Hölle. Ihn abfüllen? In einem Kloster? Ja, also, kein Ort wäre besser. Ich wollte gerade sagen, gibt es mehr hallo? Wein als in den königlichen Kellern. Und ich bezweifle, dass er nicht mehr säuft. Ja. Und wie soll ich in den Kreuzgang reinkommen? Dir fällt schon was ein. Ein Geheimgang vielleicht? Es soll unter dem Kreuzgang eine Höhle geben. Die Höhle des heiligen Prokop. Mhm. Vielleicht führt von außen ein Weg dort hinein. Und fällt dir außer dem Geheimgang noch etwas anderes ein? Tja, es gibt da so einen Kerl, der im Wirtshaus herumlungert und bald ins Kloster soll. Vielleicht kann er dir ja helfen. An deiner Stelle würde ich mit ihm sprechen. Und falls er dich hängen lässt, töte ihn und reiß dir alles unter den Nagel, das dir dabei helfen könnte, seinen Platz einzunehmen. Ein Bestätigungsschreiben fürs Kloster oder so etwas. Puh. Viel ich möchte. Na schön, ich mach's, aber gehen wir es noch einmal durch. Ah, guck, fragen wir mal an der Prüfung. Gibt es denn keine andere Prüfung? Wir heuern keine Stallburschen an. Wir suchen Kerle, die zu allem bereit sind. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die wir haben. Und wie viele habt ihr schon geschickt? Nur ein paar. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie gehängt? Nur der erste. Die anderen zogen den Schwanz ein. Hatten wohl nicht die Nerven dafür. Aber jemand im Kloster, das ist doch frivol. Jemanden im Kloster ermorden? Bist du des Wahnsinns? Mord ist ohnehin eine Sünde. Spielt es dann eine Rolle, wo man... Helmut hat auch wieder recht. Ja, tut es. Ich würde Blut auf geweihtem Boden vergießen. Na, dann zieh ihm eins über, schleif ihn raus und mach ihn kalt, wo es weniger heilig ist. Mir ist es gleich, solange er das Zeitliche segnet. Na gut. Na schön. Ich soll Pius töten, der sich im Kreuzgang aufhält. Und um dort reinzukommen, brauche ich die Hilfe eines Jungen, der dem Orden beitreten will. Ja? So ziemlich. Und jetzt zum Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, ihn kalt zu machen, oder? Natürlich, aber das ist nicht alles. Nach dem Mord wird im Kloster die Hölle losbrechen. Also sieh zu, dass ihn niemand findet, oder mach schnell die Fliege, wenn du ihn erledigt hast. Es wäre jedoch besser, wenn sie ihn nicht sofort finden würden. Na, das kriegen wir dann. Soll ich dann hierher zurückkehren? Nein, nein. Bevor du abhaust, nimm seinen Würfel und bring ihn als Beweis mit. Und falls du aus ihm rauskriegst, wo er das Geld versteckt hat, auch das. Den Würfel und das Geld mitbringen, falls ich es finde. Und wohin? Geh vom Kloster aus Richtung Osten über den Fluss. Dort findest du im Sumpf eine Feuerstelle. Mach in der Nacht ein Feuer, ein schön großes. Dann kommen wir, um den Würfel und das Geld entgegenzunehmen und sagen dir auch, wo du dich melden sollst. Klar? Gut, ich soll mich in den am besten bewachten Ort der ganzen Region einschleichen, jemanden töten, seinen Würfel und sein Geld nehmen und dann im Sumpf am Feuer warten. Ja, das ist der Plan. Ihr könntet in der Zwischenzeit zumindest ein paar Gebete für mich sprechen. Die werde ich brauchen. Und vergiss nicht, wir behalten dich im Auge. Also nicht abhauen, klar? Lebe wohl. Ich bräuchte nur Brokatstoff. Könnt ihr mir den in der Zwischenzeit mal besorgen? Ja. Was? Was? Was ist das für ein Schlüssel? Der Schlüssel für den Kreuzgang. Aha. Wie gespeichert. So. Schloss knacken schwer. Hier ist doch ein Schlüssel. Den Schlüssel zur Salzburger Kirche. Was ein Blödsinn.
Aber das heißt, sie vertrauen mir. Kloster beitreten soll. Jawohl, das werden wir natürlich alles machen, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei Kingdom Come Deliverance. Ich sage Tschüss!